Umweltschutz hat bei uns schon relativ früh eine Rolle gespielt, weil ich größtenteils ja im Frauenhaushalt aufgewachsen bin mit meiner Mama. Mein Papa war beruflich viel unterwegs und somit war Mama immer schon ganz gebrieft da drin, nur Bio einzukaufen, den Müll immer ordentlich zu trennen. Mein Bruder und ich hatten immer Mülldienst, also wir mussten dann immer gelbe Tonne, Biotonne. Wir hatten auch einen Kompost zu Hause, also da war sie immer echt super gebrieft. Wie gesagt, Frauenhaushalt, da werden auch auf die ganz kleinen, wichtigen Dinge im Alltag geachtet. Und somit bin ich mit dem Thema Umweltschutz sehr früh in Verbindung gekommen. Dazu war ich auf einem ökumenischen Gymnasium, also einem Gymnasium, das alle Religionen beheimatet hat. Und auch da hat Umweltschutz, Religion, Nachhaltigkeit schon sehr, sehr früh eine Rolle gespielt. Und das hat mich auch sehr geprägt, muss ich sagen. Denn da haben wir immer verschiedene Projektwochen gemacht und um das Thema Nachhaltigkeit auch gekümmert. Und somit war ich auch schon zu Schulzeiten voll im Thema drin und habe das auch nach wie vor als Erwachsene mit in meinem Alltag integriert. Ich war direkt Feuer und Flamme, als wir Wontis für die Initiative Light Cycle angefragt wurden, denn ich habe auch noch mal so viel mehr erfahren und weiß vor allem auch, warum es so wichtig ist, weil wir so viel von diesen Dingen hier recyceln können. Bis zu 90% der Bestandteile können wiederverwertet werden und ist das nicht irgendwie toll und großartig? Und wenn man darüber nachdenkt, wie viel dieser Lampen wir natürlich im Umlauf, im Einsatz haben und dass wir einfach nachhaltig sie weiter verbrauchen können, Bestandteile davon verbrauchen können, dann finde ich das einfach super. Und deswegen machen wir gerne mit, nicht nur ich, sondern auch der alte Herr. Was das Thema Umweltsünden angeht, habe ich gerade ein sehr prägendes Erlebnis hinter mir. Ich bin nämlich gerade nach Afrika gereist und habe dort verschiedene Dörfer besucht, die durch verschiedene Dürreperioden gekennzeichnet sind, die einfach kein Land mehr haben, um Lebensmittel anzubauen, die fast kein Trinkwasser mehr haben. Und demnach, glaube ich, ist es wirklich das Allerwichtigste, dass wir keine Lebensmittel mehr verschwenden, wegschmeißen, sondern ganz sorgfältig, nachhaltig, mit viel Bedacht mit unseren Lebensmitteln und unseren Ressourcen umgehen. Denn ich habe gesehen, was so Dürreperioden, was die Hitze, was Klima, was der Klimawandel wirklich auslösen kann und wo der Klimawandel schon richtig angekommen ist. Das hat mich so geprägt. Und natürlich auch traurig gemacht, aber irgendwo auch bereichert, weil es jetzt in meinem Gedächtnis, in meinen Gedanken, in meinem Umgang mit Lebensmitteln ganz tief verankert ist. Und demnach, ja, kann ich für mich sprechen und sagen, Lebensmittel müssen verwendet werden und dürfen nicht verschwendet werden.